Grüß euch, servus, wieder mal zu einem neuen Video. Ja, ich bin wieder unterwegs mit Johnny und Rückgewung. Ja, haben wir wieder mal unterwegs. Die letzte Zeit hat es brutal geregnet, da hast du nicht rausgekommen. Jetzt geht's wieder. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt trinkt es ein bisschen los, dann haben wir wieder unterwegs. Aber wir nicht alles zu viel aufreißen, nicht? Vom Boden raus. Nein. Ja, hinten den Käferfleck. Da wollen wir schon mal angeschaut haben, ich verlinke euch das Video nochmal in der Videobeschreibung. Den Käferfleck, den haben wir jetzt rausgemacht und jetzt bin ich gerade dabei, da hat man schon das Zeug weggefahren. Groß gefilmt habe ich nicht von den Fallarbeiten, weil die Zeit habe ich einfach nicht gehabt, dass ich da mit der Kamera umeinander, das müsst ihr verstehen. Wenn wir schauen, dass wir das Käferloch rausbringen und nicht so, hey, das Jahr macht so, es ist bloß noch los. Und müssen wir schauen, dass wir das Zeug anbringen. Jetzt schaut es ein bisschen zu, wie wir das machen, wie wir das Zeug auflegen und da nehmen wir weiter, würde ich sagen, oder? Jawohl. Das Mutterl ist schon da. Das Mutterl ist schon da, seht ihr meinen Vatikanesel? Der schnellt schon zusammen. Ein bisschen. Ja, und jetzt fahre ich hin. Dann schaut es mal zu, wie wir das machen. Und geht's schneller. Jawohl. Schnellt wie die Sau, den Reis spalten lassen, möchtest du nicht glauben.
da hinten. Hinten geht er auf. Da, oder? Da ist mal die Rasse. So.
haben wir wieder ein Viertel aufgeladen. Fixlingen diesmal. 5 Meter 20, ja 5 Meter 15, 5 Meter 20 Fixlingen. Gescheit eingeschwert. Jetzt zieh ich mir rauf, verdammt. Schauen wir mal, ob der Johnny der Bock da. Ah, oh, Herzen schon, der schnauft schon. Oh, zickt er. Der Hirsch. Jawohl, der Hirsch, der zickt. Ja. Schauen wir mal, wo wir da noch Fixlingen rausbringen. Nichts rechts mehr, meine ich. Das wird alles Brennholz noch. 4 Meter drüber. Brennholz. Aber ein paar gingen schon raus, Fixlingen. Da schauen wir, dass wir so viel wie möglich rausbringen. Oh, der zickt aber noch. Ah, ja, geht schon. Ich muss noch ein bisschen Gas geben da. Allrad drin. Allrad zickt auf. Ja. Ja, jetzt fahren wir hinten am Boulder. Da geht's weiter. Ich meine, alle bei du, jetzt fangen sie ringen oder was. Jetzt ist es ganz schön bewölkt, da müssen wir hin. Schauen, dass wir zuheben, dass da was geht. Ja. Jawohl. So, jetzt sind wir schon herum. Dann legen wir es her. Dann legen wir es her, die Handling. Jawohl. Wieder mit dem Käfer. Jetzt schauen wir mal schnell noch her. Kurz weil der Stand ist, sind wir fertig unten. Es liegen bloß noch Gipfel dort, die werden noch gehackt. Das wird ein Hackschnitzel. Ein paar Fixlingen haben wir, 5 Meter. Sieht man ja nicht allzu viel, aber das muss ja nicht sein. Das Meere ist Brennholz. Brennholz haben wir jetzt massig da. Ja, schaut er so aus. Wunderbares Brennholz. Also riecht auch gut. Oh, der Geruch.
Jawohl, das Brennholz ist ideal, ja, weil es auch schon einigermaßen drucker ist. Weil da ist schon relativ das Wasser raus. Ne? Das ist auf jeden Fall drucken, aber eine Grenze. Das heißt, man nicht mehr so drücken. Also ideal fürs Brennholz noch. Na, oder? Und mein Gott, was wären das sein? 50 Stier. 50 Stier haben sie doch noch. Ne? Das passt doch wunderbar. Jawohl. Da haben wir auch hinten unseren anderen Brennholzhafer da liegen. Das ist ein Hartholz. Das feuchtene ist jetzt ein Weichholz. Ja. Das ist unser Hartholz. Das ist Weichholz. Und das sind auch nochmal 50 Stier mindestens. Ne? Wenn man 100 Stier da, da kann man schon hinspalten. Nicht? Also, da haben wir schon ein bisschen angefangen, aber irgendwann hier ist aufbauen, Hartholz. Weil da verlässt die Kraft nicht. Ja, wenn wer Lust hat und Zeit, der kann gern vorbeikommen und kann Holz spalten. Ne? Du, Arbeit gibt's genug. Der kann draußen. Der kann draußen ausnassen. Der kriegt den Hackel, der kriegt den Hacker und auch wird ausgenossen. Ne? Nein, Spaß beiseite. Aber wie gesagt, wenn wer Holz spalten will, kann sich gerne in die Kommentare schreiben. Gerne melden. Holz spalten. Der sparst das Fitnessstudio, kostet gar nichts. Kommst vorbei. Du hast Holz spalten, musst gar nichts zahlen. Du musst nicht ins Fitnessstudio gehen, muss eine Gebühr zahlen. Ja, die oder anderen sagen auch, Fitnessstudio ist gut, nicht? Ich sag halt, du Holz spalten, 100 Stier, dann schaust du aus, wie ein Herr. Ne? Du kommst daher, wie ein Herr. So, ich rede nicht mehr so einen Schmarrn daher, es klang da wieder. Ich lade jetzt das noch an, den Rest da. Und dann lasse ich es auch gut sein für heute. Dann trinke ich ein Kaffeetschädel. Und dann passt die Sache. Da habe ich noch ein paar Rundwegen da liegen. Die nehme ich noch für das Sägewerk. Da habe ich noch, auch noch was zum Schneiden. Ein bisschen was. Da will ich noch was machen. Und dann passt das da. Jawohl. Die Sonne geht runter. Nur nicht ganz. Aber bald. Und ich sage wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Gell? Wenn euch meine Videos gefallen haben, für alle dabei. No, bewertet es positiv und abonniert den Kanal. Ja, bis zum nächsten Mal aus dem Kronbelli. Haltet die Ohren steif und bleibt gesund, ist Hauptsache. Aber dir ist Servus.